Es geht um die Zeitqualität vom 11. bis 23.04. Und zwar stehen wir 13 Tage lang in der Zeitwelle des Weißen Spiegels laut Maya-Kalender. Und der Weiße Spiegel, ihr seht es ja schon oder ihr hört es ja schon an dem Wort Spiegel, bedeutet ja, es wird uns vieles gespiegelt werden. Wir werden vielleicht sogar konfrontiert mit Menschen, welche uns spiegeln. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es immer nicht so angenehm ist, im ersten Moment jedenfalls, wenn dich jemand spiegelt. Vielleicht ärgert man sich darüber. Also ich habe mich da schon manchmal auch innerlich geärgert und dann habe ich innegehalten und habe gedacht, oh je, okay, das ist ja ein Zeichen der Heilung. Wenn dich jetzt jemand spiegelt, dann siehst du mal, wie du eigentlich so rüberkommst, wie du so eigentlich bist und halt, stopp. Das ist die Möglichkeit zum sich verbessern, zum ändern und ja, auflösen gewisser Dinge, die noch nicht gelöst sind und die sich dann durch diesen Spiegel zeigen. Also macht euch auf was gefasst. Es kann alles Mögliche jetzt diese 13 Tage passieren. Aber man soll nie vergessen, dass alles, was passiert, ein Weg für die große Heilung ist. Es geht nämlich um die ganzheitliche Heilung. Das heißt, wir haben die Chance, innerhalb dieser 13 Tagen zu wachsen, uns auszudehnen und letztendlich durch das Auflösen von allem, was uns da so gezeigt wird, in eine ganz große Heilung hineinzukommen. Und wir werden auch nachher ein Channeling der Hohen Räte des Lichtes bekommen und da freue ich mich schon sehr drauf. Also die 36 Hohen Räte des Lichtes werden uns jetzt nachher begleiten und uns ihre Worte, ihre Botschaft und Energien überbringen. Ich weiß überhaupt nicht, was sie sagen werden, aber ich denke, es wird sehr wichtig sein, gerade für das, was uns erwartet. Ganz wichtig ist auch, wenn jetzt wir so eine Spiegelung bekommen, könnte zusätzlich auch noch so sein, dass wir mit unseren Schattenseiten konfrontiert werden. Das bedeutet, die Schattenseiten sind ja die Dinge, die wir immer so verstecken. Oder ich kenne es ja von mir, es gibt ja gewisse Dinge, die will ich nicht so gerne anschauen. Aber die werden dann jetzt schneller sichtbar in diesen 13 Tagen. Und das heißt also, stelle dich deinen Schattenseiten, nimm sie lieber an und schau sie dir ruhig an, denn dadurch kann ja eine Heilung geschehen, dadurch können sie sich auflösen und es wird dir dann besser gehen. Die Schattenseiten sind ja dann nicht mehr da. Also darf man sie ruhig mal anschauen und dann auch ja zu sich selbst stehen und sagen, okay, ich bin so, wie ich bin. Ich habe jetzt zum Beispiel am Sonntag, normalerweise mache ich am Sonntag Videos oder ja, also irgendwas Arbeitstechnisches mache ich sonntags immer. Und diesen Sonntag war ich faul. Ich war echt faul, in Anführungsstrichen. Ich habe mir den Sonntag einfach mal gegönnt und habe mich entspannt, lag viel auf der Couch und habe einfach ja mal nichts getan. Und das ist selten bei mir. Aber es hat mir echt so gut getan und gestern bin ich sogar um 10 Uhr abends ins Bett gegangen, was ich so normalerweise nie tue. Normal bin ich immer bis 12, 1 Uhr wach und das gestern war einfach das Bedürfnis nach Schlaf da. Und ich dachte, okay, ich nehme das einfach, weil wenn es der Körper doch braucht und mir das zeigt, dann mache ich das. Denn es ist, kann dir ja auch niemand vorschreiben, was du tun sollst, sondern das macht man ja immer selbst. Also ich bin jetzt gerade, ich persönlich so in dieser Beziehung ausruhen, erholen, Zeit, versuchen Zeit für mich frei zu machen, wo ich einfach mal nichts tun kann. Also auch das ist erlaubt, denn dieses Nichtstun, jetzt bei mir persönlich, ist das so eine Schattenseite, wo ich mir eigentlich nicht gönne, nicht oft genug gönne, mal nichts zu tun. Ich habe immer diesen selbst erzeugten Druck, das noch und jenes noch zu machen und bin da auch sehr ehrgeizig. Also das ist jetzt, ich weiß nicht, vielleicht geht es auch einigen von euch so, die sich da diesen Druck aufbauen. Und da bin ich jetzt mal ausgebrochen und lasse das alles leichter angehen und ich plane auch gar nicht, sondern ich lasse alles zu mir kommen. So wie es kommt, kommt es und dann wird es nacheinander bearbeitet.
ausgeführt und gemacht, sei es ein Auftrag der geistigen Welt oder sei es der Auftrag meiner Seele, mich einfach mal auszuruhen. Also das habe ich jetzt festgestellt und vielleicht geht es euch ja auch so. Und dann erinnert euch an mich, an meine Worte, dass ich das jetzt einfach mal mache, mir mehr Raum zugestehe und an mich denke, ganz ja, auf mich selbst bezogen, so dass ich meine innere Liebe auch noch mehr ausbreiten kann und mich dann umhüllt. Also eine tolle Gelegenheit, mal die Seiten an sich zu betrachten, die meistens zu kurz kommen, und jetzt dann durch diese 13 Tage vielleicht sichtbarer werden und dadurch in die Heilung gehen können oder in die Harmonie kommen. Also das heißt, mit dir selbst in die Harmonie kommen und dadurch in eine feine, leichte Schwingung zu geraten, die ja die Schwingung der Seele, denn die Seele schwingt ja gerne in Leichtigkeit und Freude. Und das kann dadurch entstehen, dadurch, dass du so eine innere Ausgeglichenheit bekommst, kommst du auch leichter in die Leichtigkeit. Natürlich bringen uns jetzt diese 13 Tage auch eine Energie der Klarheit, welche dich unterstützen werden, tolle Entscheidungen oder gute Entscheidungen zu treffen, also diese Klarheit. Und ihr wisst ja sicher, das sage ich trotzdem jetzt, aber ihr wisst es, ich bin ganz davon überzeugt, dass ja alle Energien aus dem Universum zu uns strömen, um uns zu unterstützen. Ich weiß, dass ihr es alle wisst. Und deswegen ist es völlig egal, was eigentlich jetzt diese 13 Tage geschieht, denn es ist jeder Tag oder jede Energie oder jede Situation ist ein Geschenk für uns. Wir sollten also alles, was geschieht, positiv betrachten, um das Geschenk dann auch entgegennehmen zu dürfen. Das ist wichtig, diese Grundhaltung. Und dadurch wird sich auch ein Freiraum so ergeben für unsere Leidenschaft. Also wir werden durch diese Geschenke entdecken, dass unsere Leidenschaft noch mehr hervorkommen möchte. Die Leidenschaft, neue Dinge zu tun, die Leidenschaft, zu unserer Klarheit zu stehen, die Leidenschaft, das zu tun, was wir möchten und nicht mehr uns einzwängen zu lassen von Dingen aus der Gesellschaft, von Dingen, die wir uns selbst gesetzt haben, den Druck, den wir uns selbst erzeugen, der uns dazu bringt, vielleicht ständig zu arbeiten oder das trifft jetzt auf mich zu. Ich mache das ja auch alles sehr gerne. Aber es ist auch, ja, Freizeit ist auch sehr schön, dass man jetzt mal wirklich schöne Dinge tut, wenn das Wetter hoffentlich bald besser wird, dass man ein bisschen rausgeht und die Sonne genießt. Das ist ja auch schon etwas Wunderschönes. Nach dem Winter kommt der Frühling, der ist in vollem Gange. Und da kommen wir auch auf ganz andere Gedanken. Das ist ganz wichtig, dass wir so ein bisschen andere Gedanken bekommen und den Wachstumsprozess für unseren Geist, für unseren Körper ermöglichen, einfach uns zu öffnen in die Zeitqualität des weißen Spiegels, uns mal einlassen in die Spiegelungen. Und wenn wir die kleinen Spiegelungen, wenn wir vom kosmischen, von den Gesetzen ausgehen, so wie innen, so wie im Außen, also erstmal unsere kleinen Spiegelungen aufgearbeitet haben, dann dürfen wir hinaus in das Universum blicken und die große Spiegelung des Lichtes und der Liebe fühlen. Und das ist das ganz große Geschenk, was uns da erwartet, diese 13 Tage lang. Also seid guter Dinge und denkt an meine Worte, egal was passiert, es hat einen guten, positiven Grund und wird uns alle in diesen Prozess, in diesen ganzheitlichen Heilungsprozess aufbauen und ausdehnen. Wir bekommen Klarheit für unsere Entscheidungen. Wie geht es jetzt für mich weiter? Was ist wichtig? Das ist ein ganz großer Punkt, der sich zeigen wird, weil dein Geist klarer wird durch die Unterstützung des Universums. Das ist eine gute Sache, denn viele wissen vielleicht auch gar nicht, wie es überhaupt weitergehen kann, wie es überhaupt weitergehen wird, was sie jetzt machen sollen. Und diese kommenden 13 Tage werden also unterstützt, für sich selbst Klarheit zu gewinnen, für den
Lebensweg. Und was auch ganz noch ein wichtiges Detail ist, das Urvertrauen oder das Vertrauen. Dieses Urvertrauen, was eigentlich jeder von uns trägt, ist aber überhaupt nicht bei allen Menschen gleich stark, sondern dieses Urvertrauen ist einfach, sag ich mal, oft verloren gegangen und von der Angst abgelöst. Diese Angst, die wir auch manchmal gar nicht mitkriegen, die wir gar nicht spüren, die sitzt so vergraben in unserem System, dass wir schon fast denken, das wäre normal, so ein Prozess. Und dabei ist es anerzogen, es ist ja eine Illusion, die Angst. Es gibt ja normalerweise keinen Grund zu irgendeiner Angst. Das sagt die geistige Welt so oft. Und von daher ist es eine Illusion, die uns auferlegt wurde, indem wir begannen, hier in der dritten Dimension zu leben. Wenn wir uns dessen bewusst sind und uns frei machen von diesem Gedanken, dass Angst Angst ist, wenn wir annehmen könnten, dass die Angst eine Illusion ist, dann hätten wir das alle viel leichter. Und das ist der Punkt, der jetzt in diesen 13 Tagen an Wichtigkeit auch gewinnen könnte und uns dadurch in die Freiheit bringt, anders zu denken und uns frei zu machen von dieser blöden Angst. Auch wenn wir sie nicht spüren, ist sie dennoch in unseren Zellen. Das ist nämlich der Punkt. Ich behaupte ja von mir, ich hätte keine Angst, aber ich habe mal so meine Zellstrukturen geprüft, so ins Innere ganz tief hinein, und ich habe eine Angst gefunden, die da ganz klein und versteckt dennoch da ist. Und eigentlich finde ich es überhaupt nicht schön, aber das ist, was soll ich sagen, es ist einfach, wir sind Menschen und leben hier auf der Erde und sind mit diesen Dingen konfrontiert. Aber ich denke, wenn du das jetzt schon weißt, dass da tatsächlich eine Angst da ist, auch wenn du sie nicht fühlst, dann kannst du dich ganz anders darauf einstellen und diese Angst nicht zur richtigen Angst werden lassen, sondern die dann schon mit Licht und Liebe bestrahlen, sodass du noch mehr erstrahlst letztendlich, noch mehr im Vertrauen bist. Und das sind diese 13 Tage, welche uns die Möglichkeit geben, uns den Schattenseiten, also dieser Angst als Schattenseite zu stellen. Und ist sie noch so klein, ist sie dennoch da. Und das dann aufzulösen. Ja, und jetzt habe ich ganz viel geredet. Jetzt möchte ich gerne mal auch die 36 Hohen Räte des Lichtes zu Wort kommen lassen. Und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns zu dem Thema oder überhaupt zu der aktuellen Zeit jetzt sagen werden. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Freude jetzt auch beim Channeling und werde mich einsprühen, vorbereiten mit Smarana. Und bin jetzt gleich ganz für euch da. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit mit den Botschaften und den Energien, die jetzt gleich kommen werden. Ich rufe die Energie des Schutzes und ich bitte, die Energie des Lichtes uns zu begleiten. Ich bitte darum, dass dich der Schutz umgibt und dass mein Kanal auch von Schutz umgeben ist. Und so verbinde ich mich jetzt mit der geistigen Welt und ich rufe die 36 hohen Räte des Lichtes. Und ich bitte um eine Botschaft für uns alle zur aktuellen Zeit.
einfließt. Das Licht und die Liebe, getragen von den 36 hohen Räten des Lichtes, welche nun mit ihrer Energie hier in diesem Raum erscheinen. Helle Strahlen der Liebe und des Lichtes begleiten meine Worte und laden dich ein, dieser Botschaft zu lauschen. Die 36 hohen Räte des Lichtes bringen dir heute die Harmonie des Universums. Sie bringen dir den Ausgleich zwischen Geben und Nehmen und bringen dich selbst in den Ausgleich von deiner männlichen und weiblichen Seite. Denn je ausgeglichener du bist, umso kräftiger und stärker wirst du sein und umso leichter wirst du durch die aktuelle Zeitenergie hindurchgehen. Die 36 hohen Räte des Lichtes sagen jetzt zu dir: Geliebter Mensch, du bist so einzigartig und du bist hier auf der Erde und du bist niemals allein, denn wir alle sind an deiner Seite. Wir begleiten dich voller Licht und Liebe. Einen jeden Schritt von dir begleiten wir und wir schützen dich. Deine Aufgabe ist es, dich an dein Urvertrauen zu erinnern. Denn dieses Urvertrauen, das liegt in deiner Seele ganz tief, bei der Liebe und bei dem Licht. Dieses Urvertrauen, es macht dich stark, durch jede Zeit hindurchzukommen. Und es macht es dir leicht, durch jede Zeit einfacher hindurchzukommen. Denn das Vertrauen, das ist deine Basis. Das Vertrauen zu wissen, dass den Weg, den du gehst, deinen Seelenweg in diesem Leben, dass dieser in Gottes Buch eingeschrieben ist und dass du ein wichtiges Teil in diesem großen Plan von Gott ist. Und dass jeder einzelne Mensch wichtig für das Große und Ganze ist. Und so darfst du getrost sein, dass wir dich beschützen, dass wir dir zeigen, dass alles, was geschieht, in Liebe geschieht und du vertrauen darfst. Und dieses Vertrauen wird dich aufbauen, ausdehnen, wird deine Angst nehmen. Dieses Vertrauen, was in dir liegt, was jeder Mensch bei seiner Geburt mitbringt auf diese Welt. Es ist immer da. Es wird auch niemals vergehen. Es kann nur sein, dass es überschattet wird von Ängsten, von außen, von dieser Illusion, in welcher du lebst auf der Erde, dass Angst real ist. Angst ist eine Illusion, welche dich schwächt und welche dich aus der Bahn bringen kann. Und so werden wir dich sehr gerne unterstützen,
deinen Weg zum Vertrauen zu finden und zu stärken. Vertrauen ist dein Schlüssel für die Zukunft. Und so können wir dir sagen, es gibt immer einen Weg. Und diesen Weg, den wirst du finden und begehen. Diesen Weg werden wir dir zeigen. Vertraue auf unsere Worte und auf unsere Liebe. Denn wir sprechen als Boten Gottes zu dir. Dies ist ganz wichtig, dass du es weißt, denn uns hat Gott zu dir geschickt, um dir zu sagen, dass wir immer bei dir sind. Und damit du spürst, wie groß unsere Liebe für dich ist, aus diesem Grunde lassen wir nun unsere Liebe zu dir fließen. Und so öffne dein Herz und empfange die Liebe des Universums und fühle, dass du vertrauen darfst. Fühle, dass du all die Geschenke der Liebe und des Lichtes und der Heilung annehmen darfst, welche wir für dich vorbereitet haben und dir sehr gerne übergeben. Und so nehme nun diese Geschenke an. Spüre, wie sich dein Herz ausdehnt und wie du Kraft und Stärke bekommst, wie dich diese Kraft und Stärke ausfüllt. Und dein großes Licht fühlen lässt, dass du mehr bist als ein Mensch und dass du diese Aufgabe, welche du dir für dieses Leben selbst ausgesucht hast, mit unserer Hilfe vollbringen wirst. Wir, die 36 hohen Räte des Lichtes, wir sind bei dir. Wir sind einfach da für dich, zu jeder Zeit. Und immer darfst du uns rufen. Wir freuen uns, wenn du um Hilfe bittest, denn dafür sind wir auch da. Und so spüre unsere Liebe und unser Licht. Denn wir werden uns nun langsam wieder von dir verabschieden. Fühle den Segen Gottes und deine Zugehörigkeit zum Großen und Ganzen. Smarana. Ich danke den 36 hohen Räten des Lichtes für die wundervollen aufbauenden Worte und die schönen Energien des Ausgleichs und der Heilung. Und komme auch jetzt wieder ganz zurück zu dir. Ich wünsche dir 13 wundervolle Tage und völlig egal, was geschieht, denke an die Worte. Jede Schattenseite, die sich zeigt, ist eine Möglichkeit der Heilung für dich. Die Engel sind bei dir, sie schützen dich. Und es liegt an dir, wie du diese Zeit durchleben wirst. Alles Liebe, ihr Lieben. Alles Liebe. Ein Küsschen und eine Herzensumarmung. Bis zum nächsten Mal.